Dann geht's jetzt weiter mit Markus. Nicht so weit. Auf, auf. Da bin ich mal jetzt gespannt, was der Markus für uns hat. Wenn er genauso assi spielt, wie er sonst immer spielt, dann gute Nacht. Er spielt den Clown. Er spielt den Clown. Ich habe hier schon wieder diese komische Lache im Kopf, ey. Wobei ich ehrlich bin, es lag aber vielleicht ein bisschen auch an der Map. Mit Freddy war es tatsächlich ein bisschen einfacher. Als mit dem Uni. Ich musste echt über die ganze Zeit über die Fähigkeiten gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, es macht als Killer mehr Spaß als Überlebender. Mhm. Das ist so. Ich freue mich dann mal so ein bisschen auf meine eigenen Killerrunden. Aber jeder darf mal dran kommen. Ich meine, wenn jetzt Sabrina nachher weg ist, wir können ja noch ein bisschen weiterspielen, wenn ihr Bock habt. Also mal so, gucken. So, bis, wir dann drüber reden. So bis 7:30 oder so. Weil wir müssen noch einkaufen, wir müssen noch was essen. Wo sind wir denn hier? Das, jetzt hier das müsste Koffeinfarm sein. Ich habe jetzt mal eine ganz blöde Frage. Bitte. Warum bin ich jetzt direkt schon verletzt und es ist noch nichts passiert? Du hast wahrscheinlich einen Perk oder so drin, der das beschädigt, der aber was anderes dafür kann. Na, das ist ja toll. Ja. Deswegen immer alles durchlesen. Richtig, ja, das ist tatsächlich das, nicht ganz unwichtig. Ja, aber das hatte ich jetzt wohl wenn überlesen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, welcher das war, tatsächlich. Ach, lass mich in Ruhe. Ja, das ist mein Charakter hier. Der gefällt mir. Der passt zu dir. Aber es war auch so ein bisschen aufgefallen, dass du, weil sie, je nachdem wer Killer spielt, wir kriegen immer alle geholt. Oder fast immer. Ja, und dann schaffst du es jetzt nicht und dann sagst du, oh, streng dich an, dass du es schaffst. Das liegt vollkommen an dir nur. Also lass mich doch in Ruhe. Wie er tunnelt. Wie er eisekalt tunnelt. Was soll ich denn machen, wenn sie nur mal in der Gegend ist und macht? Scheiße. Ja, den Perk hat er wieder drin. Scheiße. Ich hab furchterflößende Angst, heißt der oder so. Mist. Ach, wem sagst du das? Wie soll ich das Lachen verkneifen? Ach, weißt du, geh doch mal, nimm doch mal wen anders hier, was soll denn das? Echter Marco, such dir mal ein anderes Opfer. Ehrlich.
ja nicht zu fassen hier, ey. Ach. Hallo. Ah, scheiße. Du hast wieder erwischt. Geh mal weg da. Ich kann dich leider nicht holen. Ja, du, alles gut. Nein, sie ist von uns gegangen. Ich konnte dich leider nicht helfen, weil der auch in der Nähe war und ich war verletzt. Ja, alles gut, ja, habe ich gesehen, wie du dich da was zu heilen. Mhm. Na gut, wir haben noch zwei Generatoren, ne? Ich werde mich beim nächsten Mal bitterlich rächen. Ja, übernächste Runde. Danach ist erstmal Yvonne dran. Erstmal habe ich danach noch eine Runde. Du hast doch die zweite, ja. Dann ist das deine zweite Kellerrunde und dann ist die Wort mit dir an zwei dran. Und dann mixen wir wieder durch. Weil ich mich jetzt schon wieder auf meine freue. Alter. Pässe. Nein, nein, nein. Oh, Glück gehabt. Weg. Aua. Ja, ja, aua. Komm her hier. Als Rache kriegst du erstmal eine Palette ins Gesicht, Digga. Befindest du mal von mir, bitte? Alter, schlimmer als Fußbild, der Kerl. Man nannte ihn auch Säcke. Verdammt! Ich wollte ihn doch ausspielen. Ja. Geh weg, hau ab! Mach dich schon fort! Guck mal, Dicker, ich hab wieder angeschissen. Vor allem neben mir. Was sind das da für Flaschen? Chlorophyll oder so heißt das, glaube ich. Damit kann er dich ein bisschen betäuben. Ja, oder Chloroform, wie auch immer. Ja, der hat so eine, das sind quasi diese Fähigkeiten vom Clown. Der kann die werfen, da kann er die Überlebenden stunnen. Schön. Haben sie mich auch irgendwann gefunden. Das war schön. Ich hätte so ein paar lieber mal bei Generatoren weitergemacht, weil wir hier so gejagt wurden. Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Charakter hier mag? Ich spiele eh immer den Clown, auch im richtigen Leben und so. Ja, hört das schon. Hey, schmeckt das schon.
Der hat irgendwie immer nur mit dem gleichen. Bei demselben Haken wieder. Ja, ich fand sie da ganz dekorativ. So, ich bei dir eben gerade. Und kam runter, direkt der nächste Haken. Beim selben Haken. Ja, leck mich doch. Guck mal an, den haben wir da. Keine Ahnung. Geh weg. Das ist der Vater Morgana, du hast dich selber mit deinen komischen Flaschen da. Hallo? Ist mal weg. Alter, verschwindest du mal von mir jetzt endlich? Ich hab kein Interesse an dir. Stell dir keine dicken alten Männer. Ich bin zwar weiblich im Charakter, aber trotzdem nicht. Obwohl, heute ist Valentinstag. Ist aber traurig für die dicken alten Männer. Tja. Das stimmt wohl. Alter, ist doch dein Ernst. Der hat's echt, ne? Nein. Oh. Ich frag mich überhaupt, wie du so schnell sein kannst. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass die Map ein bisschen abschüssig ist. Ja, ich hab diesen Haken vermisst. Weißt du? Also. Hängst wieder eine Runde ab, wa? Ah, vor allem jetzt weg. Lange Zeit nicht gefunden, dann direkt drei hintereinander. Der Sack, Junge. Hallo, hast du eine Chance, bitte, ja? Verdammt, du Sackjunge. Hau mal ab jetzt endlich. Mann. Ja, so ein scheiß Glück, dass du mit deiner, dass die Luke eher gefunden hast als ich. Hallo? Lässt du mich da bitte wieder raus? Hallo? Alter! Geh weg! Hallo, ich war doch lieb zu dir als Killer. Du kannst mich ja jetzt gehen lassen. Zu langsam, hä? Nee, zu weit weg. Naja, das ist das Problem, ne? Manchmal sind die Strecken so extrem weit. Ja, trotzdem wirst du das Ding gewinnen. Weil so lange kriege ich dich nicht hingehalten. Vor allem nicht als. Ich weiß, dass die Luke hier ist, aber ich weiß. Das ist das Problem an der Sache, weil die, dass sie zu ist. Boah, das ist knapp, Alter. Ja, ja, ich merke das schon. Aber ich kann die. Ja, das war's. Ja, noch schön das Eck geholt. Ja, hast du trotzdem nicht gewinnt. Zu retten sein. Weil die Zeit noch zu knapp ist. Ich muss jetzt nicht nochmal so eine Runde hinlegen. Das war's. Scheiße. Ich hatte so gehofft. Ich hatte so gehofft, dass ich irgendwie noch der Letzte bin, der rauskomme. Das fand ich lustig. Ja, hast gemerkt.
Hab ich gesagt, egal wer als Killer ist. Ich glaube, der lustigste Moment war, als hier du unten saß am Generator und ich oben einfach stand und ich bin oben angeguckt hab, Markus. Ich kann nicht sehen. Das war so genial. Ich so, Wuffi sieht ja mich nicht. Und überhaupt, ob ich hier runter zum Generator, das war irgendwie praktisch. Ja, die Ego-Perspektive kann manchmal genauso Vor- und Nachteile haben wie die Third Person von den Überlebenden. Ich habe mal eben doppelt so viele Punkte gemacht, ey. Ja gut, ich bin halt, ich habe mehrmals vom Haken geholt, ich bin länger in Zeit im Komme. Ich glaube, wir haben Spielfehler gehabt, das Spiel hängt wieder ein bisschen. Standbild. Ist doch alles normal. Bei mir lädt es noch. Ja, jetzt geht's weiter. Ja, jetzt darf der Markus seine zweite Runde auch noch spielen. Oh, das ist nicht schon die zweite. Mm-mm. Das war seine erste. Das war seine erste. Alter, leg die Schere weg. Ich wollte doch eh die Haare geschnitten haben, mal. So, Markus, deine zweite. Mal gucken. Mhm. Mal schauen, was du für uns hast. Ja, wird wahrscheinlich auch für mich eine letzte Runde für heute. Ja. Weil Markus ist ja morgen Abend nicht da. Ich weiß nicht, wie das mit uns zum Beispiel ist, ob wir morgen Abend groß da sind. Vielleicht können wir ja morgen nochmal mit einer Runde spielen. Es kann sein, dass ich morgen Abend unterwegs bin. Das entscheidet sich aber morgen spontan. Ja, theoretisch können. Ich weiß nicht, wann wir zurück sind halt, ne? Morgen. Also, ich kann mir auch zu dritt noch eine Runde ein bisschen spielen. Also müsste ich da morgen spontan entscheiden. Das kann ich jetzt so noch nicht genau sagen. Ja. Weil das wäre jetzt Folge 3. Wenn wir jetzt gleich noch eine Killerrunde machen für Yvonne, dann hätten wir Folge 4. Dann würden wir die Woche aber nicht abgedeckt bekommen von mir. Vor allem, weil ich nächste Woche keine Zeit habe. Ich weiß nicht, wie könnt ihr nächste Woche, so unter der Woche halt. Ich kann bis 20... bei dir weiß ich, du hast Spätschicht. Ich hab bis 20 Uhr ungefähr Zeit. Haben wir nächste Woche nochmal eine Luft für eine 17 Uhr Runde? Ich arbeite immer bis 17 Uhr. Ich bin vor 18, 18.30 Uhr nicht zu Hause. Wird ja auch tun. Ja, ich muss um 20 Uhr aller spätestens weg. Wenn dann so ein, zwei Runden die Woche oder so spielen, dann wird das ja auch tun. Weil Weg auch wieder ein bisschen faul ist oder so. Also Donnerstags kann ich definitiv nicht. Und ich kann Mittwoch nicht. Du kannst Mittwoch nicht. Dann hätten wir ja Montag oder Dienstag. Denke. Wenn wir morgen schaffen, Montag, Dienstag. Da kann ich dir morgen aber auch das Genauere sagen. Ja, sonst mache ich eine Killerrunde privat und schmeiße sie quasi als eine Folge hoch. Da ich ja quasi jetzt DVD täglich hochlade und nicht mehr nur bis Montags, Freitags. Also ich habe ja täglich 16 Uhr die Folgen. Es kommt scheinbar auch gut an. Also so müssen wir den Aufrufen her. Wen haben wir? Michael Myers? Den hatten wir schon lange nicht mehr.
Wobei der Uni, ehrlich gesagt, macht klar Laune gemacht. Mit seiner Fähigkeit ist der echt assi. Wie gesagt, das der dazwischen... kann einfach folgen, ne, mit dem Blutspuren, ne? Nee, das nicht, aber der kann zwischendurch, ja, das auch, aber der kann zwischendurch auch die Leute mal sehen, die blinken immer kurz mal auf, ein paar Sekunden. Ich glaube 4 Sekunden oder so. Und das macht schon sehr viel aus. Das ist schon krass. Aber auch nur, glaube ich, mit seinen 2 roten Addons. Mal sehen, wer der Gegner ist. Markus, deine Map. Du mich auch. Also ich, hab, ach, ich bin auch bescheuert, ne? Also das Ding wieder, schon ja. Wieder drin. Ich habe vergessen, meine Dinge Dings zu ändern. Vergesslichkeit im Alter, wa? Wir müssen echt aufpassen, wenn sie wirklich Michael spielt. Wirklich Michael spielt. Nicht, dass der uns gerade irgendwie in der Ecke steht und lauscht. Der alte Spanner da. Michael ist schon so ein Spanner. Der ist wirklich Michael. Markus, hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Da will der Ecke rumstehen und zugucken? Das ist privat, ja? Ach, wo die Schütze. Alter. Es ist der Michael. Alter. Ich kam nur auf einmal von hinten was angeht. Ja, er kam von hinten. Alter, ich bin da erschrocken. Was war jetzt los? Jetzt springt mir genau vor die Füße. Sau geil. Ich drehe mich um, gehe wieder raus, aber man kommt sie vor mir runtergehüpft. Ups. Ich dachte, ich krieg den aus. Nee, ihr wartet das schön unten auf mich, ne? Aber wenn du das wirklich kannst, kannst du den auch schön von oben wegsägen, wie ich bei dem, bei dem einen Killer eben einfach schon im Sprung holen. Irgendwie hängt Markus an mir, kann das sein? Das steht ein bisschen auf dich, ne? Hey, pst, 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 pst. Ah, leck mich doch, ich kann dich nicht heilen. Hm. Ja gut, du kannst nicht geheilt werden durch diese Fähigkeit, durch diesen Perk. Mhm. Ah, das ist scheiße so. Den musst du dringend mal rausnehmen. Ja, ich habe irgendwie vergessen, die zu wechseln. Mhm. Mhm. 2 Generatoren noch. Aber den musst du echt aufpassen, ne? Der kann, Markus kann das so komplett unauffällig. Das hat man damals beim Geister schon gesehen, dass sie, Michael ist halt genauso ein Killer. Den hörst du halt auch nicht, ne? Nee. Das ist es generell halt. So, dass man den nicht hört, oder? Ja. Das meine ich. Auf einmal steht er neben einem. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet, weil ich genau in die andere Richtung gerade geguckt habe. Ich habe halt umgeguckt, ob du da um die Ecke kommst. In dem Moment habe ich auf die andere Seite geguckt.
Michael ist ein Asi-Killer. Ich spiele ihn deswegen genauso selber sehr gerne. Weil der für. Der ist ziemlich unauffällig halt. Alter, verschwindest du mal von hinter mir? Wenn er der sei, dann folgt dir. Gehst du mir mal nicht auf den Sack gerade? Walter Stalker, du. Alter! Immer wenn ich irgendwo runterspringe, stehe ich oder so. Das kann doch nicht wahr sein! Ich habe keinen Generator gewonnen, ich schwöre! Kann das sein, dass der ein bisschen langsamer ist als die anderen Killer? Ja, ist er auch. Aber er macht extrem Laune. Weil es halt, weil er einfach schlichtweg so unauffällig ist. Man rechnet einfach nicht mit ihm. Scheiße. Tor ist offen. Da, wo der Generator zuletzt angegangen ist. Aber er ist nicht weit weg. Aber ihr könnt, wenn ihr es schafft, könnt ihr rauskommen. Ich weiß, Markus. Ich muss gehen. Der ist direkt hinter mir. Sack, du Blöder. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ah, scheiße. Ja, er macht's eisekalt. Ja, ja. Der hängt Yvonne die eisekalt noch. Ich hab mich für Yvonne geopfert. Mit der eine Kill, den holt er sich noch. Ich hab mich für Yvonne geopfert. Also ich glaube, wenn er den Perk nicht gehabt hätte, hätte er, glaube ich, keinen bekommen. Ja, mein Problem war, ich knall dadurch, dass ich halt da dauerverletzt war, konnte ich noch nicht so schnell rennen. Ja, müssen. Eben, das ist es. Blöd. Ja. Was hast du nur da drin gehabt? Aber die eine Stelle war echt zum Schließen. Ah, kein Geld. So ja, geil. Du hättest kein... Ah, da war mir zu langsam. Ja, doch. Kein Gejammer. Kein Gejammer hast du. Ja, ich liebe ihn halt als Killer, wirklich. Das ist ein richtig, richtig guter Killer. Ich mag ihn halt, wirklich. Boah, für mich war es das dann auf jeden Fall für heute. Ihr macht wahrscheinlich noch ein Rundchen, ne? Ja, eine Runde machen wir noch. Vielleicht auch zwei. Bei dem ist es also so, bei dem hörst du keinen Herzschlag und nichts vorher, oder? Ja, das habe ich gerade eben gemerkt, weil ich war im Generator dran, ich drehe mich halt in die andere Richtung und du kommst aber. Du hörst nichts. Du kommst halt von der anderen Seite direkt. Du hörst nichts. Es war auch mein Glück, dass du nicht direkt auf das Tor gegangen bist, weil ich bin direkt an den. Wo der Generator an ist, komm zum Tor, hab das Tor aufgemacht. Ja. Doch, ich bin auf das Tor gegangen, aber das Komische war, ich habe Verfolgen angemacht, ich habe keinen Umriss gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Ich war am Schalter, ich habe den Schalter runtergelegt. Ja, aber da war nichts angezeigt. Okay. Das war ja das Komische. Also ich spiele meinen Michael quasi mit Addons, mit zwei roten Addons. Das heißt, wenn ich den auf Diabolik 3 habe, der kann instant die Leute killen. Also niederschlagen und killen. Es dauert halt aber nur eine Weile länger, bis du den halt so hast. Es dauert ja länger als sonst. Genau, dann haben wir jetzt direkt den richtigen Killer. Dann verabschieden wir uns hier gerade von Sabrina und dann nächste Runde. Genau, wie gesagt, mit morgen muss ich spontan entscheiden. Ja, kriegen wir hoffentlich hin. Das wäre cool. Ja. Gut, gut. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß.
Ja, ebenfalls. Schönen Abend noch. Und seid schön lieb zueinander. Markus und ich diesmal ja. Was mit Sabrina ist, was mit Yvonne ist, keine Ahnung. Habt ihr uns hängen, also laufen lässt. Frauenpower, macht's da alle. Alles klar. Bis dann. YouTube, bis dann. Ciao, ciao.